Sehr geehrter Herr Bürgermeister Raphael Osmakowski-Müller, ganz offiziell jetzt. Sehr geehrte Frau Landrätin, sehr geehrter Herr Erster Beigeordneter, sehr geehrte Gäste des heutigen Festaktes anlässlich der feierlichen Vereidigung und Verpflichtung unseres neuen Bürgermeisters Raphael Osmakowski-Müller. Auch die Familie herzlich willkommen, freut mich. Als Präsident des Bürgerausschusses für Heimatpflege der Stadt Bad Soldau habe ich heute die ehrenvolle Aufgabe, im Namen unserer Bad Soldauer Vereine und Teilortvereine ein kurzes Grußwort an unseren neuen Bürgermeister Raphael Osmakowski-Müller zu richten, und das tue ich sehr gerne. Ich war ein bisschen überrascht, was dann Kreuzer hat, da muss ein Kurzwort gesprochen werden, dass ich überhaupt noch schwätzen darf. Weil das scheint ja wirklich bekannt, dass ich immer ein bisschen länger mache. Aber ich war mich bemüht und war mich ziemlich kurz halten. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Raphael, am 12.11.2023 ging dein Kindheitstraum, Bürgermeister von Bad Soldau zu werden, in Erfüllung. Über 60% der Bad Soldauer Bevölkerung schenken dir ihr Vertrauen. Dafür gratulieren dir die Bad Soldauer Vereine und die Teilnehmerorte nochmals ganz, ganz herzlich. Und ich kann dir guten Gewissens sagen, auch wir, die Vereine, werden dir ihr Vertrauen schenken und dich unterstützen, wo es nur geht. Also da kannst du gewiss sein, wir werden alles Mögliche tun, dich davon zu unterstützen. Gerade unsere Bad Soldauer Vereine und Teilortvereine sind ein großes Vorbild für Gemeinschaft und gelebtes Miteinander. Das hat sich erst vor kurzem wieder gezeigt, beim 100-jährigen Jubiläum der FVSAN hat sich das wirklich wieder gezeigt. Gerade dieses Miteinander und das Vertrauen untereinander hast du bisher als Zunftmeister vor und mitgelebt. Und wir alle hoffen und wünschen uns, dass du diese Tugenden mitnimmst in deine neue Amtszeit als unser Bürgermeister. Wir wünschen dir für deine kommende Amtszeit als Bürgermeister viel Kraft, das Gespür für die richtigen Entscheidungen sowie weiterhin den Ehrgeiz und deinen unermüdlichen Einsatz, unsere schöne und lebenswerte Stadt weiterhin in eine gute Zukunft zu führen. Das wünschen wir eigentlich ganz von Herzen deine Bad Soldauer Vereine und Teilort Vereine. Viel Erfolg in deinerlei Amtszeit. Jetzt habe ich noch was ganz Spezielles dabei. Und zwar, ich kann mir vorstellen, wie du immer vor der Wahl immer mit deinem Bierchen gekommen bist, alles Eintrag, Deutsche Sammlung, Selbstversammlung, dass das wahrscheinlich gar nicht mehr ausreicht, das Bierchen, dass also die Termine jetzt auf dich reinfallen, aber natürlich nochmal etwas. Da wollte ich denken, ich mache ein kleines Plakettchen, dass du einen ganz wichtigen Termin nicht vergisst. Und zwar der 11. Juli, 19 Uhr, im Festzelt der Fassanstieg vom Bächlefest. Und nicht nur das, ihr habt ein Plakat gemacht, da ist der Termin oben dran. 11. Fassanstieg, Bächlefest 24, Donnerstag, 11. Juli, 19 Uhr Festzeit. Und dann, das ist aber Ausnahme dieses Jahr. Wir haben unter 4 Bände gemacht, die als Eintritt galt für alle 5 Tage. Mit der Nummer, man kann ja am Montag noch riesig gewinnen, mit der Nummer 12, 11, 20 und 23. Also 12.11.2023. Das sollte dir viel Glück bringen in deiner Amtszeit und auch bei der Verlosung. Vielleicht wünscht dir auch gerade was Normalbad. Du bist auch mal lang gewesen. Ich darf schon natürlich beide, das ist klar. Aber uns muss ich eigentlich gleich auch dazu sagen. Wir kaufen unsere Abzeuge normal jetzt so aus selber. Also ist ja einmalige Spende jetzt von uns. Nächstes Jahr muss ich auch zahlen. Also in diesem Sinne, toi 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 für dein zukünftiges Amt und euch allen noch viel Spaß bei diesem Festtag. Vielen Dank.